Dein Vorhänger hat das Ding auch mal bei sich haben. Na, ich muss doch jede Sprechstunde antanzen, mal melden, verstehst du? Ich dachte, der muss doch den Ranzen mal abschnallen. Löschte. Ich sah dir, der nahm das Ding so auf Toilette mit. Was der da alle drin hatte, Mann? 48er, 249er, die mit der Meldepflicht, wer die Jassrechnung nicht bezahlt hat, Mietschulden, Alimente, alles. Wer säuft im Kiez, einfach alles. Büro hat er vor der Ding immer gesagt. Telefonnummern, Einsatzpläne vor seiner Helferbagage. Da. Jetzt bequatscht er sich mit dem Streifenbullen. Na, schon einen Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal der Blaulicht- und Oldtimer-Freunde Märkisch-Oderland mit Sitz in Eckersdorf bei Strausberg. Muss ich immer dazu sagen. Jo, gibt nämlich noch ein Eckersdorf, das ist bei Müncheberg. Wir sind hier bei Strausberg. Ja, aus unserem kleinen eingespielten Filmchen hier zu Beginn meiner Ausführung kann man schon ganz grob erahnen, worum es überhaupt geht. Und zwar um diese Tasche hier. So, nun geht es natürlich nicht speziell nur um die Tasche, die sich übrigens Meldetasche nennt und nicht Kartentasche. Wir machen jetzt vom Prinzip her einen kleinen Beitrag darüber, was gehörte denn eigentlich zur Ausrüstung eines Volkspolizisten. Ja, ist sehr umfangreich das Thema. Wir versuchen uns auf das Wesentlichste zu beschränken. Fangen wir erstmal an. Kurz der Unterschied zwischen einer Meldetasche und einer Kartentasche. Relativ einfach zu erklären. Die Kartentasche geöffnet. Ja, zacki. Sieht natürlich wunderschön aus. Hier für Schreibzeug, Radiergummi. Hier konnte Taschenlampe befestigt werden oder irgendwelche anderen, also die Dreifarbtaschenlampe, ja, oder irgendwelche anderen Sachen. Dann konnte man, oh, Staubwischen müssen wir hier auch mal. Ja, das ist bei uns das Problem. Wir haben so viele Baustellen, wir kommen nicht mal zum Staubwischen. Hier diese Klarsichtfolie, ja, mit so einer Unterlage hier, ja, hier kam die Karte drin. Deswegen Kartentasche, ganz einfach gesagt. Gut, diese Tasche hier, die ich jetzt in den Händen halte, die wurde überwiegend benutzt bei der Nationalen Volksarmee, den Grenztruppen der DDR, Zivilverteidigung, Wachregiment und so weiter und so fort. Aber weniger bei der deutschen Volkspolizei. Was natürlich nicht auszuschließen ist, dass der ein oder andere aufgrund der Zweckmäßigkeit dieser Tasche sich die besorgt hat. Und dann natürlich offiziell getragen hat. So, kommen wir jetzt zur eigentlichen Meldetasche. Und gleich eins vorweg, die ist braun. Bis ungefähr 1983 trugen praktisch die Wachtmeister oder Meister der Schutzpolizei die Kartentasche in schwarz. Dazu, wenn es befohlen war oder entsprechend zur Uniformordnung gepasst hat, dann natürlich auch das schwarze Koppel mit der Metallschnalle, habe ich jetzt gerade mal nicht greifbar, ja, erst ab 83 dann allgemein auch für die Wachtmeister, Meister braune Kartentasche und das sogenannte Zweidornkoppel, habe ich mal hier, ja, klappt auch mal. Wie gesagt, das Zweidornkoppel, was dann eben getragen wurde, meistens wenn Stiefelhose getragen wurde, zusammen mit den sogenannten Langschaftstiefeln aus Chromleder, ja, dann zum Wintermantel bzw. auch zur Dienstjacke. So viel dazu. Ja, warum nur Mantel und Jacke? Ganz einfach, die Blusen im Gegensatz zur Nationalen Volksarmee oder überhaupt NVA, Grenztruppen und so weiter und so fort, hatten unten praktisch im sogenannten Bund keine Halterung für ein Koppel. Ja, weder für schwarze noch für braune. Gut, so viel mal der kleine Ausflug jetzt in die Geschichte. So, nun entsteht ja meistens immer die Frage, ach, ist das denn auch alles so original? Also kann man relativ einfach prüfen.
in der DDR, sag ich mal, wir hatten ja nichts, ne? Aber eins hatten wir, Stempelfarbe und Stempel. Und die meisten Ausrüstungsgegenstände waren gekennzeichnet. So wie hier, kann man ein bisschen schlecht erkennen. Ja, die Tasche hier ist gestempelt mit MDI Römisch 4-1. Ja, daraus könnte man dann das ableiten. Gut, ganz kurz zum Aufbau. Das ist also, wie gesagt, schon eine etwas modernere Tasche, erkennt man daran. Der Trageriemen hat hier oben so einen Schulterschutz, ja, hat hier so einen rausnehmbaren Quersteg, damit, wenn die Tasche praktisch jetzt an der Seite hängt, beim Schutzpolizisten, ja, oder auch bei der Transportpolizei, damit das vom Prinzip her etwas zusammenbleibt und nicht verrutschen kann. Das ist der ganze Hintergedanke. Jetzt gleich noch eins. Ja, wie wurde denn nun überhaupt die Tasche getragen? Wenn man heute zu Veranstaltungen geht, ich sage mal, mehr aus Interesse, sieht man sich natürlich auch einige Herrschaften mal an, die dort in ihren Volkspolizei, Transportpolizei, Uniform umherspazieren. Ja, da gibt es ja die wahnsinnigsten Anzugsordnungen, was mir vom Prinzip her total Banane ist. Die können sich auch rot anmalen von mir aus, das interessiert mich alles ja nicht mehr. Ja, also generell, der Schulterriemen kam immer unter ein Bekleidungsstück. Also angefangen von der Dienstbluse, kam das unter die Dienstbluse praktisch drüber, Uniformjacke, unter die Uniformjacke, so dass dann vom Prinzip her das eigentliche Teilchen, nämlich die Meldetasche, an der Seite bei dem Polizisten praktisch vorsah. Das einzige, wo sie über der Uniform getragen wurde, das war der Wintermantel. Ist eigentlich logisch, der Wintermantel knielang. Man hätte das Ding hier ausdehnen müssen und hätte dann die eigentliche Meldetasche, sag ich mal, am Oberschenkel zu hängen. Also sinnvoll, Wintermantel, ja, dann natürlich drüber. Was machen wir denn jetzt mit dem Allwettermantel oder Regenmantel genannt? Dort eigentlich genau dasselbe. Ja, man hätte jetzt natürlich, weil der Stoff ist ja relativ leicht von diesem Regenmantel, sagen können, naja, dann lassen wir die andere Seite raus und machen das hoch. Nee, ging nicht. Also wurde das da drüber getragen. In Ausnahmefällen natürlich, wenn man jetzt vom Regen überrascht wurde als Beispiel, konnte man sich ja da nicht groß umziehen oder sonst irgendwas. Dann wurde natürlich die Meldetasche unter dem Mantel getragen. Gut, hatte man hier wie so eine Beule an der Seite. Aber das war erstmal im Großen und Ganzen unerheblich. Ja, man hätte auch noch sagen können, jawohl, dann wird die Meldetasche praktisch über der Schulter getragen. Ja, diese Möglichkeit hätte auch noch bestanden. Ja, ja, das vielleicht ganz kurz dazu. Noch was zu der eigentlichen Tasche. Wie gesagt, wir hatten ja schon, oh, meine Visitenkarten hier, ganz, ganz großes Kino. Schreibzeug ist klar. Jetzt sind wir so ja noch in der glücklichen Lage, einen originalen Drehbleistift hier drin zu haben. Hier kam ein Kompass, sonst sind andere rein. Hier zum Beispiel wären die Röhrchen für den Atemalkoholtest hätten hier reingekonnt. Wir haben dann hier zwei Fächer, ja, also Atemalkoholtest. Nochmal, wir haben hier Alkohol, ja, und haben hier die Röhrchen. Wir hatten in dem anderen vorhergehenden Beitrag, hat man das mal kurz vorgestellt, brauchen wir also nicht nochmal vorstellen. Wie gesagt, der Schutzpolizist hatte also mindestens zwei Röhrchen, ein Beutel und vier Mundstücken mitzuführen. Ja, was der noch mitzuführen hatte oder nicht mitzuführen hatte, dazu kommen wir auch gleich. Nochmal ganz kurz zur Meldetasche. Wie gesagt, das ist also schon das neuere Modell, so Mitte 80er Jahre. Ja, in dieser Tasche befinden sich, ich hoffe, dass man das so ein bisschen sieht,
eins, zwei Schlaufen. Die zweite Schlaufe ist etwas weiter unten. Ja, ist relativ groß und diente dazu, den sogenannten Teleskop-Schlagstock aufzunehmen. Ja, wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, aber in Gesprächen mit ehemaligen Volkspolizisten, ich sag mal, die jetzt nicht irgendwo fernab von allem gelebt haben, sondern die sich damit auch wirklich auskannten und heute immer noch auskennen, die haben mir das bestätigt. Zu dem Inhalt der einzelnen Fächer kommen wir noch. Bevor ich das vergesse, ist kein Dogma, was wir hier erzählen. Also das muss jetzt nicht jeder, der das hier sieht und Interesse hat an historischer Ausrüstung oder sonst den anderen, losrennen und sich jetzt unbedingt das Zeug holen und hier rinstopfen. Von mir aus könnt ihr hier Zigaretten drin haben, eine Brotbüchse, wisst ihr, Koho war. Wir machen das bloß mal der Vollständigkeit halber. Haben jetzt speziell die Meldetasche uns mal rausgesucht, behandeln auch mal im Großen und Ganzen die gesamte Ausrüstung. So, jetzt ist mein Alkohol runtergefallen. Ja, so ist das, wenn man eine Standard, ne? Ja. So, nun ist natürlich immer die große Frage, wo habt ihr denn das alles her? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wir wissen nicht alles. Wir wissen aber zumindest, wo es steht. Und das ist ja nicht so verkehrt. Ja gut, wir haben hier eine wunderschöne Dienstvorschrift, die wir natürlich auch noch im Original haben. Aber ich sage mal so, aufgrund des Alters des Papiers dieser originalen Dienstvorschrift, ist das nie so ratsam, wenn man jetzt hier mit dem Ding so 3-4 Mal da versucht umzublättern, geht irgendwo Fuji-Kato. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen das ja erhalten und nicht kaputt machen. Also, was haben wir gemacht? Haben wir uns den ganzen Kokolores kopiert, bisschen so ja vergrößert, damit man das auch gut erkennen kann. So, und nun ist die Frage, was halte ich denn hier überhaupt hoch? Und zwar ist es die Dienstvorschrift 12-88. 88 steht also für das Jahr 1988 und ist praktisch über den schutzpolizeilichen Streifendienst Teil A herausgegeben am 17. Februar 1988. So, ich sage mal, das gesamte Vorgeschmuse, das erspare ich mir mal. Wer hat wen einzuweisen, warum ist einzuweisen und so weiter und so fort. Wichtig erstmal für unser Filmchen hier heute ist der, oder ist die Anlage 5. Ja, da haben wir sie. Anlage 5. Überschrift: Ausrüstung der Angehörigen und der Funkstreifenbahn. Ja. Wir mussten zwar in der DDR sparen, aber warum man jetzt hier nur Angehörige schreibt, ist eigentlich vom Prinzip her logisch. Die meinen damit die Angehörigen der deutschen Volkspolizei. Das bloß mal so zur Erklärung. Kommen wir mal zum Punkt 1.1. Ich zitiere am besten, damit ich hier nichts Falsches sage. Für die Zeit der Dienstdurchführung gehören zur Ausrüstung der Angehörigen ein Streifenauftrag, der jedoch nicht ausgegeben wird bei Gruppen- oder Zugeinsätzen, das Diensttagebuch sowie Schreibmaterial, ein Handsprechfunkgerät mit Verschleierungsmittel, was das sein soll, oder sogenannte Verschleierungs- oder Sprechtabelle sein soll, dazu kommen wir noch im weiteren Verlauf des Filmchens, dann eine Signalpfeife und das Verbandspäckchen. Bleiben wir beim letzteren Verbandspäckchen. Kommen wir gleich nochmal dazu. So, dann gehen wir mal noch schnell zum Punkt 1.2. Weitere Ausrüstungsgegenstände, die entsprechend den operativen Erfordernissen auf Weisung des Vorgesetzten mitzuführen sind. Die Meldetasche, hatte ich schon vorgestellt. Vordrucke zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, stelle ich euch auch noch vor. Polizeiliche Vordrucke wie Untersuchungsbefunde und Vorladungen zum Verkehrsunterricht oder andere Vordrucke. Ein Stadtplan. Die Fahndungsmittel. Eine Taschenlampe. Eine Handfessel. Sowie Kreide. Kreide. Immer sehr wichtig. Kann man was mit markieren. Ist also nicht wie bei den sieben Geistern und dem bösen Wolf, der die Kreide missbräuchlich verwendet hat.
sondern hier dient diese Kreide also wirklich, um Sachen zu markieren, sei es an einem Ereignisort, an einem Tatort oder sonst anderes. Nichts anderes hat vom Prinzip her als Hintergrund. So, nun hatte ich ja gesagt, ja, Verbandspäckchen. Also, das ist jetzt hier nicht ein Verbandskasten, sondern war ein Verbandspäckchen. Eingeschweißt extra in eine spezielle Folie, kann ich euch hinterher noch zeigen. Das hängt hier hinter mir. Schau mal, sieht man da so ein bisschen. Ja, wir sind immer, wir bauen erst und machen dann den Film. Das ist natürlich ein Fehler. Ich hoffe, kein allzu großer. Aber wie gesagt, kann ich euch hinterher noch mal im Detail zeigen. Worauf ich mir mal ankomme, ich habe hier mal so eine Jacke eines Meisters, VP-Meister, ja, Schutzpolizei, wie unschwer zu erkennen ist. Wenn man hier das Innere aufmacht, sieht man hier so eine eingenähte Tasche. Ja, relativ groß und alles. Dort hinein, so wurde mir von mehreren Seiten bestätigt, kam das sogenannte Verbandspäckchen. Verbandspäckchen bestand eigentlich aus einem Stinomi-Druckverband. Ja, die Hülle war wasserfest, staubfest. Wie gesagt, es kamen keine Keime durch die Hülle dort hinein, wurde aufgerissen. Der Patient wurde verarztet, ja, also durch Anliegen eines Druckverbandes. Dazu konnte man dann sogar diese Hülle verwenden, da die Innenseite dieser Hülle gummiert und steril gewesen ist, also sozusagen als zusätzliche Druckwelle. Gut, wir wollen jetzt hier keinen Erste-Hilfe-Kurs machen, obwohl manch eben würde das ganz gut tun, ja, damit man wenigstens noch weiß, was ist ein Druckverband, was ist eine Armschiene, ja, wie kann man sich da behelfen, wenn man keine offizielle Armschiene hat, da kann man nämlich auch einen Knüppel oder ein Brett oder sonst irgendwas nehmen. Würde jetzt zu weit führen. Wie gesagt, einfach mal so im Hinterkopf behalten, diese kleine Innentasche dort in den Dienstjacken, ja, die war für Verbandspäckchen. Konnte man übrigens auch in Hosentasche tragen oder sonst irgendwas. Hauptsache, man wusste, wenn es drauf ankam, wo man das Ding hingesteckt hat. So, nun hatte ich ja ganz kurz angesprochen, die mitzuführenden, also auf Weisung des Vorgesetzten, mitzuführenden Dokumente. Haben wir gleich ein kleines Problemchen. Wir hatten mal so einen wunderschönen Block, Verwarnungsblock. Ja, ist irgendwo wieder verloren gegangen. Naja, das kennt man ja nicht anders von uns hier. Aber wir haben wenigstens hier, ich halte das mal so vor die Kamera, ja, damit man mal ungefähr sieht, wie das aussieht. Verwarnung, hier in dem Fall mit 10 Mark, also DDR-Mark, Ordnungsgeld. Gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten, Gesetzblatt 168, Seite 101, wegen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung, hier in diesem Fall § 1 Absatz 1, das weiß eigentlich jeder, ne, gegenseitige Rücksichtsnahme, dann § 12, 7 und 47, wurde ausgesprochen und in Mark der DDR bezahlt und das Ganze irgendwo in Fürstenwalde am 10.03.1989. Ja, man soll jetzt nicht sagen, da war die Welt noch in Ordnung. Es gibt noch andere wichtige Sachen, die teilweise mitzuführen waren, die wir hier noch so im Original gefunden haben. Wir haben das mal so ein bisschen einlaminiert und so als Mappe gemacht, um auch mal unseren Besuchern direkt vor Ort zu zeigen, so sahen die Dokumente aus. Wir haben hier unter anderem diese wunderschöne Formblatt. Und zwar ist da die Mitteilung über eine Vorladung zum Verkehrsunterricht. Na, eine Zoll- und Devisenerklärung musste nun nicht mitgeführt werden. Aber wir haben hier unter anderem Ergänzungsgutachten, die zwar auch nicht unbedingt mitgeführt werden mussten, ja, eine polizeiliche Strafverfügung natürlich auch nicht, weil das wurde in der Dienststelle praktisch verarbeitet. Ja, wie gesagt, wir haben mehrere Dokumente hier drin, die mitzuführen waren, aber die wichtigsten haben wir erstmal gezeigt. Ja, vielleicht noch die Mitteilung über zugeführte Personen. Ja, haben wir hier auch. Da ist unter anderem diese beiden Vordrucke, einmal der grüne, ich hoffe, das sieht man so halbwegs,
Das sind die Personalien einer zugeführten Person. Heute sagt man dazu Schnellbericht. Ja, damals, wie gesagt, war halt der sogenannte Vordruck S27. Wurde ausgefüllt. Ja, und dort, wo diese Person dann zugeführt wurde, mit der Person zusammen dort abgegeben. Wichtig dann auch noch dieser kleine Vordruck hier, den wir da haben. Ja, das ist eine Mitteilung über beanstandete Dokumente. Das konnte der Lichtbildausweis sein, also der Personalausweis für Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Entweder abgelaufen, Lichtbild nicht mehr zu erkennen oder sonst die anderen Sachen. Vergessenes Nachtragen von irgendwelchen Adressen etc. etc. Bei der Fahrerlaubnis bzw. Führerschein ebenfalls das gleiche. Abgetrenntes Lichtbild, nicht mehr der Inhaber eindeutig zu identifizieren mit dem Vorzeigenden. Ja, dann wurde an Ort und Stelle das vom Prinzip her hier ausgefüllt. Ja, das war es jetzt so im Großen und Ganzen. Ja, was mitzuführen gewesen ist, wie gesagt, immer auf Weisung des unmittelbaren Vorgesetzten. Ja. So, dann hatte ich ja gesagt, übrigens das Wichtigste, was man in dieser Vorschrift dort vergessen hat, was unbedingt mitzuführen war, und zwar das sogenannte Dienstbuch. Ja, das hieß wirklich so, ein Dienstbuch war eigentlich frei übersetzt ein Dienstausweis gewesen, versehen mit Lichtbild, wo die Personenkennzahl drin gewesen ist, der Dienstgrad, eventuelle Beförderung etc. etc. Kommen wir auch noch zu, hängt da hinten. Ja, wie gesagt, das Ding ist auch mitzuführen. Warum man das jetzt vergessen hat, in der Vorschrift extra zu erwähnen. Ja, entweder weil das jeder wusste, oder weil das eben nicht jeder wusste. Auf jeden Fall, das Ding war immer mitzuführen. Genauso wie bei der Nationalen Volksarmee, der sogenannte Wehrdienstausweis in früheren Zeiten der Wehrpass war ebenfalls mitzuführen. Dann hatte ich ja erwähnt in dieser Vorschrift den sogenannten Streifenauftrag. So, haben wir hier Streifenauftrag. Fahren wir ein bisschen rein. Ich hoffe, dass man das sieht. So. Besteht aus 4 Feldern, die getrennt werden konnten. Deswegen hier unten dieses Scherensymbol. Ja. Streifenauftrag, die Bezeichnung, die Einsatzform. Ja, Einsatzform. Was für eine Einsatzform? Aber auch darüber sagt hier die gute 1288 Vorschrift etwas. Es gab verschiedene Einsatzformen. Ja, sei es jetzt Einzelstreife, Doppelstreife, Zivilstreife und so weiter und so fort. Wenn ich es finde, dann kann ich euch das ganz genau sagen, ja, welche Einsatzform es gab. Hier habe ich es schon gefunden. Auch mal was selten, dass das sofort klappt. Eingesetzt als Fußstreife, Funkstreifen, Warnstreife, abgekürzt FSTW-Streife, Moped- oder Kratzstreife, Fahrradstreife, Streife mit Diensthund, Standposten, Zivilstreife bzw. Zivilposten, Transportsicherungsposten oder Einsatz als Formation, Einsatzgruppe sowie als Hundertschaft sowie ein Komplexeinsatz. Allerdings zu den 2 letztgenannten Einsatzarten wurde der Streifenauftrag, wie ich das schon ausgeführt hatte, nicht ausgegeben. Ja, macht ja auch Sinn. So, kommen wir ganz kurz hierzu. In dieses Feld kam eine Grobskizze vom Streifenbereich hinein. Dann haben wir hier die wichtigsten Rufnummern, die eingetragen wurden. So unter anderem die Standorte des Notrufmelders sowie des Fernsprechers. Bei den Rufnummern das zuständige Volkspolizeikreisamt, der operativ Diensthabende, abgekürzt ODH, da ist es. Ja, und da wohl eben so hat, ja, den Rat der Stadt, ja, ebenfalls hier die
Telefonnummer waren einzutragen gewesen. Das Ganze musste natürlich erarbeitet werden und bestätigt durch den nächsthöheren Dienstvorgesetzten über dem sogenannten Streifenführer. Ja, dann wichtige Objekte im zuständigen Streifenbereich, die besonderen Räume, damit ist natürlich jetzt nicht der Umkleideraum gemeint oder der Kaffeeraum oder Pausenraum besser gesagt, sondern spezielle Räume wie unter anderem Fernsprechzellen oder Telefonzellen, Geldautomaten, die es ja schon 1988 auch in der DDR gab, ja, wissen die wenigsten, ja, und ansonsten spezielle Räume der Anstrengung. Ja, im Bereich Grenzgebiet zum Beispiel kamen dann noch dazu die Unterschlupfmöglichkeiten, die ebenfalls kontrolliert werden mussten, unter anderem durch die Volkspolizei. Ja, müssen auch die weniger, will ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, aber wurde eben auch gemacht. So, dann haben wir hier die zweite Seite, also praktisch die Rückseite von diesem Streifen. Streifenbefehl. Und zwar Punkt 1, die Besonderheiten im Streifenbereich. Dazu gehörte unter anderem unter Buchstabe A die Häufigkeitskriminalität, B die zu kontrollierenden Objekte. Dazu zählt unter anderem auch das, was ich schon aufgeführt hatte, als besondere Räume und die besonderen Aufgaben der Streife. Heißt also, es konnte innerhalb des normalen Streifenbefehls oder der normalen Fußstreife konnten auch unter anderem spezielle Aufgaben gestellt werden. Welche das jetzt im Einzelnen sind, würde den Rahmen ein bisschen zu doll sprengen hier. Deswegen, wie gesagt, nur ganz kurz, in Berlin zum Beispiel, angrenzend oder die Staatsgrenze um Berlin, ja, war ja auch das Grenzgebiet davor. Dort unter anderem mussten spezielle Räume kontrolliert werden oder es gab im Rahmen der Streifentätigkeit, die praktisch als Fußstreife durchgeführt wurde, auf einmal dann die Besonderheit, in einer gewissen Zeit dort und dort Standposten zu beziehen. Da bloß mal so ganz kurz am Rande. Gut, wichtig ist dann noch der Punkt römisch 2, Personen, die unter staatlicher Kontrolle gemäß Paragraf 48 StGB, also Strafgesetzbuch, stehen. So, das kam noch hin, zu guter Letzt, der zuständige Abschnittsbevollmächtigte, Name und so weiter, Abschnitt, wo er wohnt, Telefon, Dienstzimmer, dort auch der Telefon und seine Sprechstunden. So, wie gesagt, das Ding war mitzuführen. Ja, wie ich schon sagte, bei eigentlich allen Einsatzformationen, außer im Bereich des Zuges bzw. der Hundertschaft. Ja, wenn wir schon mal bei sind, gibt zwei schöne Bücher, allerdings sehr schwer zu bekommen und vor allen Dingen in dieser noch gut erhaltenen Form, sehr, sehr selten. Vor Jahren, gut, ich will jetzt mich nicht darüber auslassen, aber vor Jahren habe meine Dinger noch für 10, 15 Euro gekriegt. Heute mittlerweile liegen wir schon ein bisschen darüber, wenn man sie überhaupt noch erhält. Wir sind in einer glücklichen Lage, wir haben es bekommen. So, was ist das jetzt für ein Buch? Und zwar, ich sage mal, die Bibel des Volkspolizisten. Ja, nennt sich Schlag nach für Volkspolizisten. Das Schlag nach, das hat jetzt nicht damit zu tun, knüppelfrei und immer auf oder irgendwas, sondern ist der Titel von dem Buch. Ja, und hat also nichts damit zu tun. Warum stelle ich euch das vor? Wenn man so Polizeiruf oder irgend so was sieht in der Richtung, wundert man sich dann immer, wenn der Volkspolizist zu dem Bürger hingeht, ja, macht eine Grußerweisung und stellt sich vor. Mhm. Also mit Dienstgrad, Name. Ja, kann man sagen, hat der Regisseur super gemacht. Nee. Das war so ja vorgeschrieben. Ja, wie der Volkspolizist in der Öffentlichkeit aufzutreten hat. Das fing an, Uniform,
Ja, also da ist nicht der eine in hellblau rumgerannt und der nächste ist in dunkelblau rumgerannt. Der eine hatte eine weiße Mütze auf, der andere hat ein Basecap auf. Der eine hat eine sechseckige Mütze auf, der nächste hat eine runde, der übernächste ist der Meinung, oh, das ist heute kalt draußen, ich ziehe Strickjacke an, und der nächste sagt, ich glaube, das regnet gleich, ich ziehe Blouson an, und dann sind sie alle so raus. War das nicht gewesen. Ja, abgesehen davon, blau war ja die Transportpolizei oder der Strafvollzug, beziehungsweise auch noch die Hubschraubereinheiten und die Wasserschutzpolizei. Unsere Leute hier, die haben ja grün getragen. Dort wurde festgelegt, zu Dienstbeginn durch den jeweiligen Leiter des Volkspolizeikreisamtes beziehungsweise schon im sogenannten Wochenbefehl, welche Uniformart anzuziehen ist. Also das fängt an, Dienstbluse, kurzer Arm, ab bestimmten Temperaturen, Dienstjacke und so weiter und so fort. Ja, es musste immer eine Einheitlichkeit gegeben werden. Ja, ist mal ein bisschen bei der heutigen Polizei von abgegangen. Da ist natürlich ohne Einheitlichkeit klar. Ja, aber wenn man sich so im Fernsehen bestimmte Sendungen ansieht, ich will jetzt da keine Werbung machen oder sonst irgendwas, ja, da sieht der Polizeibeamte in Stuttgart, da muss man erst dreimal hinkicken, ist der von der Schmetterlingstruppe oder was? Ja, der hat hier oben am Mützenkranz irgendwelche Zeichen dran, ja, über Polizei Brandenburg, Berlin und so weiter und so fort. Das war ja bei uns nicht jedem in der ehemaligen DDR einfach damit begründet. Wir hatten hier den sogenannten Zentralismus. Ja, das heißt also, die haben das Ministerium des Innern, die hat die Polizei geführt. Ja, und nicht hier Landrat XY Meyer oder das Landesinnenministerium oder sonst irgendwas. Ja, bei uns in der DDR war praktisch Polizeisache Staatssache. Und heute ist ja Polizei mit Ausnahme der Bundespolizei natürlich, also Ländersache. Ja, und jedes Land hat eben seine eigenen Sachen. Hauptsache der Uniform ist so halbwegs blau, zumindest dunkelblau, bisschen hellblau. Naja, je nachdem. Diejenigen in Hamburg, die sagen, unsere Mützen hier, die sind sechseckig und so weiter und so fort. Alles schnulli. Ja, dann das Thema Verbandspäckchen hatten wir schon gehabt. Das ist jetzt die kleine Ausführung, Druckverband. Ja, leider etwas verwaschen. Wir haben noch irgendwo eine bessere Ausführung. Aber wie gesagt, das ist das Verbandspäckchen, was wir ja gesagt hatten. Ja, dann hier, wie gesagt, das Alkolor. Es musste hier nicht die komplette Tasche mitgeführt werden. Ja, es haben teilweise zwei Röhrchen, ein Atembeutel dazu und vier Mundstücke vollkommen gereicht. Ja, warum hier den Kamm? Ja, natürlich, der Volkspolizist musste gepflegt aussehen und sollte auch einen Kamm, genauso wie Nähzeug, was leider hier noch fehlt, das müssen wir hier noch nachtragen, ebenfalls mit sich führen, ob das jetzt so ein Stielkamm war oder ein einfacher, ist mal dahin gestellt. Dann hatten wir gesagt, Dienstbuch. So sieht das Dienstbuch aus. Ich decke mal den sein Gesicht hier ab, im Fall, obwohl, der dürfte auch nicht mehr sein. Ja, wie gesagt, eine Lederhülle, ja, war allgemein üblich gewesen, auch beim MFS, dort nannte man das umgangssprachlich Klappfix. Ja, wie gesagt, das ist das sogenannte Dienstbuch. Das, was jetzt hier dran noch fehlt, das ist praktisch wie so eine Art Lederriemen, haben wir aber noch, zeigen wir euch auch gleich. Dieser Lederriemen wurde an einem Knopf an einer Uniform befestigt und sollte verhindern, dass dieses Dokument praktisch verloren ging, rausrutschte oder sonst irgendwas anderes. Dann haben wir, und da ist auch wieder der nächste Fehler, dieses gute Teil hier. Die meisten bezeichnen das als Knebelkette. Ja, damit wurde ja vom Prinzip her keiner hier geknebelt oder sonst wird. Deswegen der allgemeine Begriff Führungskette. Wie das Ding funktioniert, zeigen wir euch mal in einem anderen Filmchen. Dann die sogenannte Signalpfeife, hier noch mit einer Kordel dran, entsprechend den Farben, also grün für die Schutzpolizei bzw. auch für die Wasserschutzpolizei. Die hatten grün und nicht blau.
Transportpolizei, da eine blaue Kordel, die Feuerwehr hatte eine dunkelfarbene Kordel und der Strafvollzug eine graue. Dann kommen wir zum Diensttagebuch, gab es in verschiedenen Ausführungen. Wir haben jetzt mal hier die etwas kleinere Ausführung genommen. Diensttagebuch für und so weiter und so fort und musste praktisch zu jedem einzelnen Streifendienst ausgefüllt und auch mitgeführt werden. Dort kamen alle Beobachtungen, Feststellungen und so weiter und so fort rein. Zu Dienstbeginn, welcher Streifenbereich nochmal extra. Ja, obwohl wir ja auch den Streifenauftrag hier oben haben, ja, wo das eigentlich schon drin stand, kam das hier nochmal rein. So, dann den sogenannten BA-Nachweis. BA, Bekleidung, Ausrüstung. Ja, ist jetzt ein bisschen, da waren wir wieder zu schnell gewesen. Wir hatten das hier mit Öl und Firnis, damit das nicht aufquillt, das Holz, weil wir haben ja eine ziemlich hohe Luftfeuchtigkeit. Ja, alles fertig gemacht und 2 Tage später schlug das Zeug durch. Das sind also keine Fettflecken von unseren ja, Butterbroten, sondern wie gesagt, ist wirklich Öl und Firnis. Machen wir weiter. Streifenauftrag hatte ich euch schon vorgestellt. Ja, bevor wir zur Sprechtafel kommen, beziehungsweise zu den Verschleierungsmitteln, mitzuführen war eine funktionstüchtige, die ist nicht mehr funktionstüchtig, die Lampe sieht man, eine Taschenlampe. Angebracht war natürlich eine Dreifarbtaschenlampe. Dann haben wir dort noch den Stadtplan, in unserem Fall hier von Berlin, der Hauptstadt der DDR, sowie dem angrenzenden Bezirk von Potsdam. Ja, als Bezirkskarte, komm, günstigsten Fall natürlich direkt ein richtiger Stadtplan. So, dann kommen wir mal zur Sprechtafel. Wir haben hier ein ja, Replikt, wenn man so will. Also das muss man selber erstellen. Gliedert sich in verschiedene Sachen. Ja, in Dienststellen, Länder, allgemeine operative Begriffe, fachspezifische Begriffe und so weiter und so fort. Ja, sieht man alles. Dann haben wir hier, ich habe jetzt mal umgeschlagen, die Gebrauchsanweisung. Ja, wichtig zu wissen ist, erstens hier die Tafelziffer, zweitens die Zeilenziffer und drittens die Spaltenziffer. Was ist damit gemeint? Wir haben, ich hoffe, das sieht man hier, hier in dem Fall eine 2 auf dieser Seite. Das ist also die sogenannte Tafelziffer. Dann nochmal kurz zurück. Das nächste ist die Zeilenziffer. Ja, Zeile haben wir hier oben. Machen wir so ein Stück hoch, haben wir die Zeilenziffern und hier haben wir die Spaltenziffer an der Seite. So, wozu diente nun das ganze gute Ding? Also es musste ein Spruch abgesetzt werden, welcher über das öffentliche Fernsprechnetz oder auch über Funk abgegeben werden konnte oder musste aus irgendwelchen Gründen. Dann wurde diese Verschleierungshilfe praktisch benutzt. Wie das im Einzelnen funktioniert, machen wir eventuell auch noch mal ein Filmchen draus. Ja, wie gesagt, da müssen wir uns auch noch etwas belesen. So, jetzt kommen wir zu jener Sache. Da haben wir lange überlegt, ob wir das filmen und auch einstellen. Gleich eins vorweg, das sind reine Deko-Waffen. Das sind also weder entmilitarisierte Originale oder gegebenenfalls sogar originale Waffen, die nicht entmilitarisiert oder sonst jetzt anderes wohnen. Das Ganze befindet sich unter Glas, ist auch gesichert. Das ist übrigens unser Einsterkasten, den wir hier wirklich mit einer sogenannten Sicherung haben. Worum es uns vom Prinzip her ankommt, das ist hier dieser Teleskop-Schlagstock. Hatten wir ja vorgeführt oder beziehungsweise gezeigt in der sogenannten Meldetasche. Ja, wo sich dieser drin befand. Für die Hosentasche wäre er ein bisschen zu groß. Ja, also wie gesagt, man muss sich jetzt vorstellen, dass hier nur dieses graue Griffstück vom Prinzip her in dieser Meldetasche befand und der Rest dann sich rauszog. Auch gleich noch eins. Der hier hat unten keine Stahlkugel in dieser Rundung drinne. Ist also wirklich ein ganz normaler. Vielleicht noch ganz kurz zu den anderen Schlagstöcken. Wir haben darüber den sogenannten 60er Schlagstock.
ja, der ebenfalls insbesondere bei Zug- oder Hundertschaftseinsätzen mitgeführt werden konnte und darüber die neu eingeführte 80er-Version, ja, 80er ist praktisch die Länge von diesem Ding, genauso wie bei dem 60er, also 60 cm, 80 cm. Vermutlich wurden diese 80er Schulter- oder Schlagstöcke so, ja, 1986, 87, 88 eingeführt, ja, insbesondere dann auch im Zusammenhang der weiteren Ausbildung mit Einsatzhelm und Einsatzschild. Ja, hier haben wir die allgemeine Dienstwaffe, wie sie in den bewaffneten Organen der DDR überwiegend verwendet wurde. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Makarow. Ja, russisches Modell, beziehungsweise sowjetisches Modell. Über Jahrzehnte bewährt. Manch einer sagt, naja, 8 Schuss und ein gezielter Wurf, dann hat man auch getroffen. Es kam immer auf den Schützen drauf an und nicht auf die Waffe. Ja, also eine Waffe ist nur so gut, wie auch der Schütze selber ist. Vielleicht noch so ganz kurz zur Ergänzung. Waffen, wie sie mal bei der deutschen Volkspolizei verwendet wurden. Hier haben wir eine Walther P38 und darunter haben wir eine Parabellum Longer Modell 08. Ja, insbesondere in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurden diese Waffen praktisch bei den Polizeien, und da muss ich sagen, nicht nur bei der Volkspolizei, auch bei den Polizeien in den anderen Besetzungszonen, also Frankreich, USA, Großbritannien, verwendet. Ja, das war's im Großen und Ganzen erstmal. Ja, unser Filmbeitrag hier heute hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir hätten jetzt noch die Funkgeräte erklären können, die mitgeführt wurden. Dazu hatten wir aber auch schon extra einen Beitrag gemacht. UFT, Handsprechfunkgeräte. Einfach mal suchen auf unserem Kanal. Bevor ich das wieder vergesse, vor nicht allzu langer Zeit hatte ich mal gesagt, 1000 Abonnenten und so weiter und so fort. Mittlerweile stand heute früh, ja, also 14. Mai, oder war schon 15, weiß ich jetzt gar nicht, auf jeden Fall, Mai 2023, 1520 Abonnenten. Respekt und ganz herzlichen Dank an alle, die unseren Kanal abonniert haben, die ein Däumchen hinterlassen haben, die auch einen Kommentar hinterlassen haben. Über die Qualität der Kommentare, bei einigen kann man sich drüber streiten. Es gab bis jetzt, ich will jetzt nicht übertreiben, über 1000 Kommentare zu den einzelnen Filmbeiträgen, insbesondere aus der Rubrik Nationale Volksarmee, Grenztruppen der DDR. Entschuldigung. Einige waren unterirdisch gewesen, andere waren konstruktiv, andere, sage ich mal, haben natürlich auch zur Diskussion aufgerufen, und so sollte ja auch sein. Und ich muss hier auch nochmal ganz ehrlich sagen, nur Kommentare, die, sage ich mal, gegen die allgemeinen Regeln des Zusammenlebens oder gegen die öffentlich-rechtliche Ordnung der Bundesrepublik Deutschland verstoßen, ja, beziehungsweise auch gegen den guten Geschmack, ja, egal wen man beschimpft, warum man den beschimpft oder sonst den anderen, die haben wir gelöscht. Beziehungsweise erst gar nicht freigegeben, ja, dass die veröffentlicht werden. Ansonsten, wie gesagt, auch kontroverse Beiträge haben wir freigegeben zur Diskussion, ja, und wir hoffen, dass das alles in Grenzen bleibt. So, gut, hier noch gelabbert für heute. Ja, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Es ist Sonntag, Mittag haben wir schon gemacht, Katzen sind versorgt. Machen wir heute ein bisschen hier weiter im Museum. Wir haben ja da unsere Eva 66, ja, die Einheitswohnzimmeranlage 66. Ich glaube, da sind wir jetzt so weit, dass wir den vierten und letzten Teil da machen können. Hoffentlich. Ja, ist ja auch so eine Problemkiste. Gut, ansonsten, wie gesagt, bleibt gesund und munter, bleibt unserem Kanal treu.
Die, die uns hier zum ersten Mal sehen, freuen wir uns natürlich über ein Däumchen hoch, über ein kostenloses Abo. Vergesst unten diese olle Glocke da nicht. Ja, damit ihr immer informiert werdet, wenn es wieder was Neues hier geben sollte. Und wer sich gemüßigt fühlt, kann natürlich zu den einzelnen Filmchen auch noch einen Beitrag abgeben. So, das war's. Macht's gut. Herzliche Grüße hier aus oder von den Blaulicht- und Oldtimer-Freunden Märkisch-Oderland mit Sitz in Eckersdorf bei Strausberg. Und hier insbesondere, ja, man sieht es ein bisschen hinter mir, nee, aus unserer kleinen, bescheidenen DDR-Polizeisammlung, ebenfalls hier in Eckersdorf. Tschüss!